Böse zu sortieren. Denn der Soldat hat sein Leben für sein Land gegeben, so empfinden es die Nationen und Völker und ehren deshalb ihre Gefallenen. So tut es der Franzose, der Brite, der Pole oder der Russe. Anders der Deutsche, er tut sich schwer im Umgang mit seinen gefallenen Soldaten. Und dieses Schwertun aus der Vergangenheit schleppt er mit sich, auch wenn es wie hier um Angehörige der Bundeswehr geht, die von jedweder Kriegsschuld unbelastet sind. Aber sie sind getreu ihrem Schwur oder bei den Wehrpflichten war es das Gelöbnis, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, gefallen. Und wir sollten bei den in Afghanistan gefallenen Soldaten nicht hinterfragen, ob sie am Hindukusch das Recht und die Freiheit ihres Volkes verteidigt haben. Den Gefallenen in guten Glauben zu nehmen, gehört sich nicht. Nun ist es aber so, dass es, wie im Antrag aufgeführt, bereits verschiedene Gedenkeinrichtungen für unsere Soldaten gibt. Das Ehrenmal der Bundeswehr, die zentrale Gedenkstätte für die Toten der Bundeswehr, befindet sich am Rand des Bendlerblocks, dem Berliner Sitz des Verteidigungsministers. Es liegt also auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums. Damit liegt es, wie auch die anderen Gedenkstätten, abseits der öffentlichen Wahrnehmung auf einem gesicherten Gelände. Der in der Antragsbegründung erwähnte Wald der Erinnerung mit seinen beeindruckenden Ehrenhainen befindet sich tief im Wald am Schwielowsee bei Potsdam. Warum das so ist, obwohl es doch eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass man Gedenkstätten und Ehrenmale für die Gefallenen an zentralen Orten errichten kann. Es wäre deshalb grundsätzlich zu begrüßen, wenn es nicht anstelle, sondern neben den bestehenden Gedenkstätten auch eine zentrale Gedenkstätte in der Mitte der Hauptstadt geben würde. Aber in Deutschland geht das eben nicht so einfach. Hier sind solche Gedenkstätten im allgemein zugänglichen öffentlichen Raum nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Da würde sich voraussehbar ein vielfältiger Widerstand formieren, politisch motiviert bis einfach nur deutschlandfeindlich. Man stelle sich als zentralen Ort die Wiese vor dem Reichstag vor. Ein Soldatendenkmal an dieser exponierten Stelle würde mit Sicherheit als problematisch, als bedenklicher Schritt zur Heldenverehrung angesehen. Aber darüber muss man eigentlich nicht spekulieren. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ein Ehrenmal an einer zentralen, ungesicherten Stelle in kürzester Zeit mit Schmierereien verunstaltet. Das ist nach der von mir vorab skizzierten Psyche der Deutschen die Realität in diesem Land. Und weil das so ist und sich dies auf absehbare Zeit auch nicht ändern wird, sollten wir hier keine Experimente wagen. Ich will es anders, gewissermaßen aus der Sicht der ums Leben gekommenen Soldaten, so ausdrücken. Wenn Sie zu bestimmen hätten, dann ist Ihnen ein Ehrenmal in abseitiger Stille, wo Ihnen Menschen mit Empathie begegnen, lieber als ein Ort, wo Ihre Ehre mit verächtlichen Parolen und Dreck beschmutzt würde. Dann würde ein solches Ehrenmal nämlich zu einem Denkmal der Schande für unser Land. Denn der so dokumentierte ehrlose Umgang mit den eigenen Gefallenen wäre einer Schändung gleichzusetzen, die so anzutreffen nur in Deutschland möglich ist. Es muss deshalb auch bezweifelt werden, dass ein Denkmal an einem zentralen Ort unter den derzeitigen Bedingungen die Akzeptanz der Bundeswehr und deren Wertschätzung erhöhen würde. Die dringend notwendige Therapie, damit die Bundeswehr wieder eine Armee des Volkes wird und in der Bevölkerung breit und fest verankert ist, heißt ganz einfach Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wir werden uns der Stimme wahrscheinlich enthalten.